Die Raketen kommen nah an uns heran und bringen uns tonnenweise Uran. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Planet Crafter. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben sie ja ein bisschen Iridium vom Himmel schießen lassen, um auch beim den Luftdruckmultiplikator auszunutzen, damit sie hier mal ein bisschen was bewegt, um quasi den Gasextraktor endlich mal freizuschalten. Und wollen sie jetzt wiederum Uran liefern lassen, wenn man so möchte. Damit uns das nicht ausgeht, weil das wäre nämlich bitter tatsächlich. Wir brauchen dafür einen Iridiumstab, zweimal Uran und dann eine Superlegierung. Voilà. Also, für das Triebwerk jetzt mal grundsätzlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 sind einmal da. Dann zweimal Uran. Und einmal die Superlegierung. Ich sehe gerade ganz, ganz schwarz, was das Aluminium angeht. Uiuiui. Leute, wo kriege ich Aluminium her? Gut, spätestens hoffentlich mit dem T2-Bohrer hoffe ich, dass wir Aluminium aus dem Boden ziehen. Der kommt ja jetzt dann aufgrund des Luftdrucks dann auch. Weil sonst hat sie sich das ganz, 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 ganz bald erledigt bei uns. Was wiederum ganz, ganz, ganz schlecht wäre. So, jetzt brauche ich dann noch zweimal Superlegierung. Mann, natürlich werden wir da und dort noch das eine oder andere Stückchen Alu finden, so ist es ja nicht. Aber naja, die Masse ist halt nimmer mehr da. Gut, dann jagt man da noch eine Rakete hoch, was das Uran angeht. Vielleicht können wir auch nur irgendwie so einen Bohrer bauen, der auch den Luftdruck erhöht. Das könnte man eventuell noch vorstellen, dass das Sinn machen würde. Ja, sag du mir. Ist du schon da, die Rakete? Tschüss! Haben wir zwar eh schon drei von den Bohrern stehen, aber trotzdem. Wo ist er, der Bohrer? Hier wäre er. Es braucht halt Unmengen an Superlegierung. Kann ich gar nicht mehr. Kann ich einfach gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen hoffen, dass wir irgendwann bei diesen 364 ankommen. Das ist wegen dem Mikrochip, haben wir auch nicht geschaut beim letzten, also in der letzten Folge. Das haben wir auch mal getrost und gepflegt. Sag einmal, ignoriert. Ach doch, hier ist Silizium. Okay. So, da ist der Bauplan. Den schauen wir uns jetzt nochmal an. Ob der Neustart vom Spiel jetzt was geholfen hat oder nicht. Im letzten Kompass nicht freischalten. Nein, vorerst keine Blaupausen mehr zum Entschlüsseln. Entweder haben wir hier Blaupause gefunden, mit der wir nichts anfangen können. Und das oder kenne ich noch nicht. Und das mit dem regelmäßig Bienenstock einsammeln, das klappt auch wunderbar nicht. Nicht nur der Bienenstock, sondern auch. Ah, das dauert noch. Bohnen. Zum Beispiel 4 Stück. Und beim Gemüse 1, 2, 3, 4. Dann können wir schon mal die ersten 4 Stück von dieser super tollen Supernahrung herstellen. Oder hochwertiges Essen. Das uns wiederum 28 Token bringt. Warum? Eine feine Sache ist, ne? Also die können wir theoretisch auch, die müssen wir auch, glaube ich, gar nicht irgendwo in den Schrank reinpacken. Brauchen wir sie gar nichts blockieren dafür, die packen wir einfach gleich hier rein. Genau.
4 Stück sind 4 mal 7, 8, ja doch, 28 Token, perfekt. War hier nicht irgendwo ein Bedienpanel? Hier, genau. Wertvolle Gegenstände sind hier markiert, ja. Die Stäbe finde ich ja hart, dass die nur 6 Token geben, wenn man bedenkt, wie schwer oder wie blöd es ist, an dieses Material ranzukommen, ne? Ist das gar nicht so einfach. Aktueller Lagerwert 28, ja. Super. Super. Ach, schön. Können wir unser Lager mit den Lieferungen an. Jetzt muss es schön ersichtlich sein. Oh, da hinten haben wir noch einen übersehen. Den nehmen wir natürlich auch mit. Ja, sag einmal. Hier leuchtet nicht mehr. Da vorne sieht es wieder leuchten. Was ist das hier? Schön. Bin hier in einer Höhle. Oh, was? Moment. Nur muss kurz was aus Uran einsammeln. Bin ich jetzt gerade in einer Höhle gewesen? Oder bin ich doof? Okay, es war wohl keine Höhle, sondern es war einfach... Ach, okay. Gut. Jetzt habe ich aber auch schon geglaubt, ich habe was entdeckt. Mein Gott. Hätte jetzt eigentlich auch Bock als auf zum Beispiel Dave the Diver als Let's Play, sagt's mal Bescheid. Das würde mich. Also hier auf YouTube hier halt. Wisst schon Bescheid. Würde ich das auch darum? Hätte nämlich auch Bock drauf. Weil ich hätte nur ein paar tolle Sachen. Aber falls ihr da Lust habt, sagt's Bescheid. Schreibt es in die Kommentare, lasst es mir wissen. Oder ihr könnt es auch gerne Vorschläge machen, ja. Ich finde halt vom Iridium, ich meine, ich weiß schon, dass wir 2 Raketen geschossen haben, aber vom Iridium ist einfach viel, viel mehr immer da. Oder ist viel mehr da als wie vom Uran. Kommt man vor, Uran ist immer irgendwie so total geizig. So. Wenn man sich das anschaut, 2 Iridium-Raketen und das sind fast 2 Schränke voll. Im Gegensatz zum Uran, das ist so ein bisschen... Naja. Das ist aber genau das, was wir brauchen. Noch mehr Iridium. Ich werde nicht mehr. Also das Zeug ist ja hier... Ja, sag einmal. Echt jetzt? So. Ja geil, Alpha-Wand. Es liegt halt in der Alpha-Wand. Das kann ich halt einfach nicht einsammeln. Geil. Okay. Gut. Uran, wie gesagt, dürft immer gern
bisschen mehr sein, aber hey. Es kommt mir immer super wenig vor. Entweder schlägt es irgendwo ein, wo ich es einmal gecheckt habe. Und es liegen irgendwo inzwischen tonnenweise Uran rum. Oder es ist halt wirklich nicht mehr, ne? Und so scheint es halt auch fast zu sein. Ich sehe jetzt eh was hier, Iridium. Es war zwei Raketen Iridium, eine Uran. Iridium haben aber sicher fünfmal so viel jetzt eingesammelt. Welches ist das? Da noch was. Weil es noch nicht genug ist. Und noch mehr. Das gibt's ja gar nicht, oder? Was? Einfach krass. Ja. Ein kleines Problem. Gut. Bohnen und Honig. Wäre das nächste. Das finde ich voll cool. Dass wir da jetzt zu Token kommen, weil ich wusste zuerst nicht so richtig, wie ich am besten an Token kommen soll. Aber das finde ich eigentlich eine tolle Möglichkeit. Ihr dürft nur nicht daran vergessen, ans Honig einsammeln. Das ist ja so das Einzige. Dafür wäre doch dieser. Gibt's da nicht, hat's da nicht einen Autosammler gegeben? Ach, das ist der Autobauer. War aber interessant tatsächlich. Ja, aber vielleicht könnt ihr mit dem direkt dann das halt auch herstellen, auch das Zeug, ne? Wenn ihr den Bienenstock ein bisschen darauf vorstellt, oder ist ja wurscht, oder einfach die. Weiß ich nicht, wie weit das reicht, das Ding, dieser Autobauer. Weil die Bohnen kann ich ja reinpacken, die wären ja nicht das Problem. Gut. So, schauen wir uns das an. Wo stehen wir im Moment? Wir stehen kurz vor Atmosphäre. Wir sind bei 93% Luftdruck, bei 42 mph. Das dauert leider immer noch bis zum Gasextraktor. Am liebsten würde ich gleich noch eine Rakete hochjagen. Muss ich ehrlich gestehen. Apropos Rakete hochjagen. Eigentlich könnte man ja das viele Iridium ab bisschen dezimieren und ein paar Iridiumstäbe bauen. Weil wir werden sie bestimmt wieder benötigen. Das ist halt auch voll. Da können wir nochmal 2, 4, 6, 8, da können wir noch einen machen. Ach, das ist ja auch noch was. 2, 4, 6. Ja, machen wir noch einen. Gut. Wenn wir Iridiumstäbe halt. Gut, ich meine, da kommt halt im Gegensatz zu Uran schon viel runter, ne? Wenn wir die Iridiumstäbe verkaufen. Wir haben 6 Tera-Token. Ich meine, die sind schnell hergestellt. Haben wir jetzt doch einiges unterbracht. Das waren auch 30 Token, wenn man so will, die hier liegen. Na, schauen wir mal. Wir schauen uns das an, wir checken das ab. Mir wäre nur lieber, ihr könnt hier den Honig automatisch einsammeln. Das ist ein bisschen belastend hier. Ständig rauslaufen, kann nicht alle paar Minütchen da vorbeilatschen. Der Autobauer. Zweimal Osmium, einmal Superlegierungsstab. Aber für den Superlegierungsstab habe ich jetzt definitiv zu wenig Alu. Und für zu wenig Alu habe ich natürlich jetzt nicht so richtige Option, ne? Außer, dass wir jetzt ganz einfach sammeln gehen. Und das werden wir jetzt auch machen. Also wir werden jetzt ein bisschen schauen. Ja, dass wir irgendwie, irgendwo, irgendwann Alu finden.
Das machen wir jetzt. Unsere Sauerstoffkapsel nehmen wir sie, glaube ich, nicht mit. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Erstens einmal ist die Atmosphäre eh fast durch. Und wenn ich recht habe mit meiner Vermutung, brauchen wir danach nie wieder Sauerstoffkapseln. Außer vielleicht zur Herstellung und zur Produktion, aber für sonst schon nichts. Ist einfach nichts. Also Uran ist echt Mangelware, das sage ich euch. Mainflower hat einmal was erzählt in einem Kommentar von Alufeld. Also ich weiß, wir waren da irgendwo mal, da gab es Alu. Aber jetzt auch nicht. Meine, beim Feld würde ich halt meinen, so wie dem Schwefel, der Feld zum Beispiel, dass dort ganz, 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 ganz viel ist. Hier vorne, ja. Hier gab es ja einiges an Alu. Aber das ist halt auch nicht unendlich, ne? Inzwischen ist hier halt nichts mehr, wenn man es genau nimmt. Magnesium ist halt hier. Alles hier ist ein Alu. Vielleicht habe ich aber auch nur einfach den richtigen Punkt noch nicht gefunden. Dann ist es hier schon, wie gesagt, hier. Ich denke, dass dieses Feld hier gemeint war. Hoppala, das war Magnesium. Weil hier war für mich am auffälligsten und am meisten Alu. Aber da könntest du natürlich gerne mal einen Tipp raushauen. Wenn ihr da was wisst. Ich hätte mir halt, wie gesagt, gewünscht, dass man vielleicht bei dem Abbauen. Bei dem Abbauen von dem. Mit dem T2-Chip, dass man da vielleicht dann aus diesen Dingen zum Beispiel sowas rausbekommt. Oder anderes Material, was auch immer. Nix, gibt's hier nix. Wie gesagt, man findet hier schon, aber es scheint halt auch nicht nachzukommen. Woher auch, ne? Es wächst ja nicht aus dem Boden. Oder vielleicht doch. Ein 4 Stück Alu ist einmal besser als wie kein Stück Alu. Unbestritten. Aber damit reißen wir das drohenden Aluminium-Engpass auch nicht aus. Ja? Ich glaube, da sind wir sich einig. War hier nicht irgendwo irgendetwas? Ja, schon wieder dieses Ding, wo ich eh schon dreimal herinnen war. Weil da ist gar nichts mehr. Ja. Schauen wir noch hier schnell. Okay.
Also ich habe das Gefühl, diese Samen spawnen. Ich sag's euch, die wachsen aus dem Boden wie Schwammerl. Jo, okay. Hier, also hier sind wir durchgelootet. Solange da nicht. Da haben wir da den Reaktor, sage ich jetzt einmal nicht. Freilegen geht's hier auch nicht weiter. Gut. Nicht schlimm. Absolut nicht schlimm. Eisen können wir mitnehmen. Baumsamen können wir mitnehmen. Dann wieder mal in die Richtung. Und ich hoffe immer noch, da vorne wäre dieses blaue Icon, dieses blaue Symbol, wo wir hin müssten. Und ich habe es bisher nicht gefunden. Ich weiß nicht, welcher Höhleneingang das wäre oder sein sollte, dass ich dort hinkomme. Oder wo ich in einer Höhle abbiegen muss, um dort hinzukommen. Muss aber auch ganz ehrlich gestehen, dass ich sage, wenn dann die Atmosphäre quasi freigeschalten ist, wird es halt auch angenehmer, wenn du in den Höhlen nicht immer Schiss haben musst, dass du auch dort dann irgendwie verreckst oder so. Es ist egal, wo ich lang gehe, ich drehe mich immer rundherum. Es muss irgendwo da drin sein. Was heißen die Pfeile da? Ah! Oh! Wir haben die Atmosphäre und den Baumsamenstreuer T3 freigeschalten. Geil. Wir haben unendlich Sauerstoff. Wir brauchen uns nie wieder Sorgen um Sauerstoff machen. Gott, ist das schön. Okay, ich habe gerade dezente Fragen. Ich dachte, ich habe die ganze Map erkundet. Und habe ich wohl auch im Großen und Ganzen. Aber nicht ganz. Also ein Stück geht noch und sie kann natürlich, sie hat noch Platz für Erweiterungen, klarerweise. Wir sind ja hier nach wie vor im Early Access. Wasserfall. Es ist halt. Es müssten die zwei hier sein. Das ist, ich denke, irgendwo in dem Komplex eigentlich. Aber. Ich weiß auch nicht wo. Also, ich denke, irgendwo in dem Höhlensystem habe ich irgendwo nur einen Abgang oder was auch immer übersehen. Der uns genau dort hinbringen. Wollte. Aber wo? Hier geht es zum Krater raus dann. Das bringt uns hier nicht weiter. Oder doch? Na, hier ist der Kraterausgang, ne? Den anderen, das andere Dingens habe ich schon wieder verloren. Oh, hallo. Wer bist du denn? Und dann sind wir schon wieder weit, weit weg in Wirklichkeit. Und hier bewegen wir uns von da heraus. Ich denke mir halt so die ganze Zeit, vielleicht ist es ja doch hier irgendwo nochmal Eingang. Aber ich hätte keinen gefunden. Was ist das hier? Ach, da schau einer an. Da schau einer an, was wir hier gerade gefunden haben. Wasserflaschen. Schön. Sauerstoffflaschen. Auch schön.
Brauchen wir natürlich alles nicht mehr. Also Wasser schon, aber Sauerstoff nicht. Kann ich leider nicht abbauen. Okay. Hier sind viele tolle Sachen. Hier sind viele tolle Sachen, die wir mitnehmen wollen. Okay, so, wir haben eine Nachricht. Ach scheiße, hier geht uns aber der Sauerstoff aus. Ich dachte, ich hätte den perfekten Krater gefunden, um eine Startplattform zu bauen, aber die Sicht ist grauenhaft. Von hier unten kann ich auf keinen Fall etwas schicken. Ich werde versuchen, eine weitere Basis höher am Kraterrand zu errichten. Irgendwo in der Nähe von 580, 85. 1025 sollte funktionieren. Hoffentlich verzieht sich der Nebel bald. I-Klass. Schauen wir uns dann nochmal in Ruhe an. Vorher gehen wir dann wieder raus. Das Nahrung übrigens. Auch zu uns nehmen, die brauchen wir eh. Aber sonst ist hier nichts. Also auch nichts zum Abbauen, wendetechnisch oder so. Nee. Also das war sein Plan, hier loszustarten. Ging halt schief. Schön, dass wir dieses Teil hier gefunden haben. Moment. Was ist das? Sah das jetzt gerade so aus wie ein Höhleneingang? Ja. Okay. Sah nur so aus. Schade. Oh, schade, 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 schade. Das wird uns, glaube ich, nur ein bisschen beschäftigen. Bis wir diese Stelle finden, die wir hier durchsuchen sollen. Huch, was war denn das jetzt? So. Wenn man sich die Kobaltvorkommen hier anschaut, sind schon gewaltig. So, wo geht sie jetzt raus? Spätestens beim neuen Gebiet können wir durch. Ich glaube, ich bin ein bisschen umständlich gelaufen. Aber ist nicht schlimm. Ich befürchte sogar, ich bin völlig falsch gelaufen und muss gleich wieder umdrehen. Aber uns kann ja wenigstens der Sauerstoff nicht mehr ausgehen. Das macht uns natürlich happy. So. Hier unten wäre das irgendwo. Es ist irgendwo direkt. Ja, direkt unter uns ist es nicht. Ich weiß es nicht. Schauen wir uns an. Wie gesagt, jetzt haben wir nicht mehr so das Sauerstoffproblem. Wir werden uns in Ruhe in einer der nächsten Folgen das dann. Na, echt jetzt. Ja, einmal Alu. Habe die Taschen voll mit Ramsch. Ich glaube dann, wenn ich mir das so anschaue, ich glaube, das ist das Alufeld, von dem gesprochen wurde. Dann wissen wir jetzt auch, wo wir hin müssen. Ja, hier ist auf jeden Fall einiges an Alu. Alu. Hier ist noch mehr Alu. Lithium können wir noch reinpacken. Habe ich sonst noch was, was ich nicht brauche? Sauerstoff brauche ich nicht mehr. Also das dürfte Alu- und Osmium-Welt sein. Zeolith, alles ist hier. Eigentlich. Mal irgendwo drüber vielleicht. So, also ein bisschen seitlich hochbüßt. So, genau so nämlich. Okay. Bin mir nicht ganz sicher, ob das im Sinne des Erfinders ist. Aber ich finde es gut.
Wir finden sogar sehr, sehr gut. Aha. Habt ihr diese Abkürzung gesehen? Es ist auf jeden Fall irgendwo zwischendrin. Zwischen unserer Base und diesem Feld spielt sich das irgendwo ab. Gut. Unsere Errungenschaften, Neuigkeiten, Sonstiges und Co. schauen wir uns dann an. Ui, Fische. In der nächsten Folge gemeinsam. Ich freue mich auf euch. Ciao, ciao.